dann schnell da rein. Seeschlange, schwimme 500 Meter. Blöd, ey, eine andere Möglichkeit habe ich auch gerade nicht, ne? Als zu schwimmen. Pasalacken-Typ da. So. Babam. 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 Da hatte ich wohl ein klein wenig zu wenig Ausdauer. Na, sowas aber auch. So, dann nochmal in die Höhle des Feuers zurück. So, was machst du jetzt? Guckst du doof, ne? Ja, nichtsdestotrotz, hier komme ich immer noch nicht weiter. Oh, das funktioniert nicht. Ah, ist das ätzend. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Problem, was ich jetzt habe, dass ich hier weiter muss. Ich weiß nur noch nicht wie. Das hat viel gebracht, nämlich gar nichts. Nicht genügend Mana für diesen Zauber. Pfeile, klasse. Brauche keine Pfeile, Jungs. Brauche was ganz anderes. Das Ding ist, dass wir da hinten weiter müssen und ich nur noch nicht genau weiß wie. Ja, hier komme ich jetzt durch die komische Tür wieder. Ich werde ein bisschen Mana gebrauchen. Oh,
Ja, jetzt bin ich zwar da. Nichtsdestotrotz bringt mir das gerade nichts. Was Problem ist, ist genau die Ecke. Und es wird mir auch nichts bringen. Weil ich kann das Ding auch nicht darunter runterpumpen oder so. Bringt mir alles nichts. Aber ich muss doch irgendwie darüber kommen. Nicht genügend Mana. Der Trick muss aber eindeutig auf der Ecke hier irgendwo liegen. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Ja, nicht genug Mana. Und ich kann den Reset-Knopf nicht betätigen. Ich kann den da nicht schieben. Das ist alles ziemlich unschön gerade. Ja, ein ruhiger Arm kann das Feuer tragen, ja. Das ist tolle. Aha. So kommen wir der Sache doch schon näher. So kommen wir der Sache doch näher. Aha. Hier waren wir vorher nämlich noch nicht. Aha. Genau, weil ich muss nämlich irgendwie gucken, dass ich den Gang darüber kriege. Ja, so langsam, aber sicher. Genau. Sehr schön. Hä? Gut, das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich hier nicht trotzdem nicht rauskomme. Das heißt, ich muss den Weg wieder zurückgehen. Das macht aber auch nichts. So, jetzt kriechen wir da wieder runter. Da wieder raus. Da wieder hoch. Da einmal rüber. Genau. Na bitte, es geht doch.
ein Speicherpunkt. Oh. Ist ja enorm. Jetzt werde ich geröstet. Nee, doch nicht. Das muss ich einen Moment warten. Ach. Da konnte es wieder wer nicht abwarten. Na, immerhin bin ich schon mal hier. Schon mal viel wert. Ey! Pasalakala! Das ist so ein Schrott. Okay, hier gibt's eine True. Eine True E. Hey! Du hast den Feuerzauber gefunden. Er ist für vielerlei Dinge nützlich. Sei aber vorsichtig. Ja. Ja. We have to do this shit, ne? Was kann ich hier lang gehen? Und eine Bump. So, dann gehen wir da wieder raus. Oh! Du blöde Pasalacken Sau, ey. Ah. Von träumst du eigentlich nachts? Oh, glaube ich aber Glück gehabt. So, dann war schnellstens hier wieder raus. Ah! So, wir sind bei der Kiemenvolksenke wieder angekommen. Bleibt jetzt nur die Frage. Komme ich da jetzt auch schnell wieder weg? Oder habe ich da jetzt eher gelitten? Ich befürchte ja, ich bin den falschen Weg gegangen. Ich befürchte, ich bin der falsche Weg gegangen. Verdammten Heckensack. Hä? Ich hab dich gefreezt, du blöde Sau. Ach, das ist ein Feuerzaub. Ach Mann, ey. Oh. Wieso nimmt der den denn automatisch? Mann. Du blöde, behinderte Potsau, Alter. Komm, mach weg. Bin ich auf den Zeiger. Ja, ist gut jetzt. Ja, natürlich. Fuck off, ey. Ah, ich brauch Mana, genau. Blöde Sau. Ja, ist gut jetzt. Mann! So, dann so. Ah. So, kraxeln wir da wieder runter. Thank you.
Genau. Wie war denn das jetzt? Irgendwie musste ich doch... Jetzt muss ich gerade mal... Gerade mal selber gucken. Das war der. Ist was für dich, du Vogel, ey. Küsten- und stacheliger Übergang sind der Schlüssel am Tor, um... Achso, sind der Schlüssel, um am Tor vorbeizukommen. Kisten und ein stacheliger Übergang sind der Schlüssel, um am Tor vorbeizukommen. Mhm. Ja, es wird wie immer sehr stark wieder in Rätseln gesprochen. Kisten und ein stacheliger Übergang sind der Schlüssel, um am Tor vorbeizukommen. Das war schon mal ein Schritt. Okay, das bringt mir so aber nichts, alles klar. Dann muss ich tatsächlich den da runterschieben. Dann muss ich einmal hier rüber. Das war der. Dann mal hinein. So. Ja, nun sind wir im Frostpalast angekommen. Ich werde, bevor wir uns den hier zu Gemüte führen, allerdings einen kurzen Break wieder einlegen.
Ja, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen beim Let's Play Oceanhorn Monster of the Uncharted Seas. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Gebt mir einen Daumen hoch, hinterlasst mir ein Abo, haut mir was in die Kommentarbox. Ja, und bis wir uns mal wiedersehen, sag ich wie immer, ne? Wir sehen uns!